Also ich bezeichnet. bin Feminist, ich spiele immer eine Frau, weil sie dann meinem Willen unterliegt. Gar nicht laufen, alles gut, la, kein la, Stress. la, 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 la. Diese Folge kommt an Heiligabend. Oh, stimmt, es ist ja ein Sonntag. Also, was du gerade machst, ist Warm-Opening. Ja, und du machst nicht Zähneputzen, wenn das nicht in deinem Mund drin ist. Dann musst du so rhythmische Bewegungen machen. Mann, ich will nicht Zähne putzen. So, ist das jetzt Kannst hier du nach schon dem an? Podcast machen oder Ich so? Hoffe, das ist jetzt hier schon an. Können wir noch warten, ich habe Zeit. Ja, du bist doch Technical Assistant. Du kannst doch nicht das Mikrofon fragen, ob es an ist. Das kann man am Computer sehen. Ach so. Bist du an? Bist du an? Es Ja. lächelt so freundlich. Naja, hallo Leute. Machen wir jetzt, oder Ja, nicht? viel Spaß. Mach kurz, ich putze mir die Zähne. Wir machen kurz. Na, aber das ist ja hier schon wieder ein, wie sagt man, wie Kraut und Rüben, dieser Podcast. So hätte man auch nennen können. Ihr könnt auch übrigens jetzt in die Zeit stoppen, wie lange Herr Ruhe das Zähne putzt. Wenn es unter 3 Minuten sind, Dann dann gibt's Schelte. Alarm schlagen, bitte. Ja. Es ist Na? quasi Heiligabend heute. Also, Oh, nee, es ist Alter. Weihnachten. Quatsch, He es ist Heiligmorgen Weihnachten. ist heute. Heute ist Heiligmorgen. Nee, Was gar auch nicht. ist denn an Heiligmorgen? Da ist Jesus immer noch nicht so. Warte mal, Heiligabend ist ja nicht seine Geburt. Oder Nee, doch, so, ja, also warte mal. der Nacht geboren, Warum dachte ich, eigentlich? oder? Ja, in der Nacht. Ja. Ja, zum 25. Ja, dachte ich. Ja, also ist heute Morgen ist einfach gar nichts. Da hat Jesus nichts gerissen. Ach so, Ist heute ist Heiligabend. Heute ist Ah, Heiligmorgen. okay, gut. Ja. Stimmt. Ja, ich bin verpeilt. Ich Ja, muss so viel arbeiten. Ich kriege und das gar nicht Jesus mehr hat da mit. einfach nichts hingekriegt, so. Bis dahin Also war es noch ist einfach nicht. ein ganz normaler Tag. Es gibt hier Doch, nichts zu feiern. er ist geboren worden, ohne vorher in einem Hodensack aufbewahrt worden zu sein. Das war ja seine große Kunst. Ja. Er hat sich ja quasi in die Maria reingezaubert, ohne irgendwie einen sexuellen Intercourse. Ja, habt euer Mann Lied zugemacht, dass wir eigentlich die ungefickte Vagina von Maria feiern. Ist ja so, aber ist sie auch als Jungfrau gestorben? Das frage ich mich So eine ja. tolle Frau. Was sie wirklich, also dass sie keinen Mann daran gelassen hat, das ist einfach so eine tolle Pau Frau. Also aber weiß man das, ob sie ihr Leben lang keusch war? Ach, du meinst, nachdem der Jesus raus war, ging es richtig zur Sache, ja? Oder auch nicht? Ich weiß ja nicht, ob Josef dann gesagt hat, aber jetzt hier können Ja. wir mal loslegen, das ist Gottes Sohn geboren, jetzt kennen wir keine Sünden mehr. Ja. Oder hieß es dann nicht, muss jetzt ewige Jungfrau bleiben, weil sie echt überhaupt keinen Bock auf Josef Naja, hatte. sie hat ja noch vielerlei Optionen anzubieten, nebst der Vagina. Und auch da schrieb ich Ah. bereits, Maria wackeln die Brüste für Gottes Gelüste, obwohl er was Ah. übersah. Denn wenn Gott nur wüsste, der Mund, den er küsste, war immer für Josef da. Oh, Ja. also voll schwul eigentlich. Ja. Na, Na? hast dich jetzt hier reingesneakt, einen Hasen gemacht? Ja, Oder hier. so, aber direkt in den Themen direkt. In dem Wow. Brenny. In dem Brenny? Ja. Was ist ein Brenny? Den Brenny nehmen wir gerade auf. Achso. Ah, der Brenny. Ich möchte diesen Brenny an dieser Stelle Ah. beenden. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ey, Robin findet das nicht gut, wenn man das Intro nicht richtig einspielt. Ach so. Ja. Das war gerade richtig. Also, okay. Ist noch nie richtiger gewesen. Schön, dass wir wieder hier da sind. 2 Wochen Pause, unangekündigt, einfach wie die letzten Assis gemacht. Es ist, wie es ist. Ja. Krank und Wollte Dresden, dass gerade das sagen, gleiche ist. ich habe ein bisschen schlecht geschlafen, ich bin noch ein bisschen krank. Ja. Gestern fiel mir nach dem zweiten Bier, das ich auf den zweiten Glühwein getrunken habe, ein Bier auf Wein, das lass sein. Ah, ich dachte, Entsprechend geiles Schwein. geiles Schwein, habe ich mir auch dran So gedacht. sieht er aus. Und so bin ich dann auch rumgehüpft. Nee. Und jetzt kommt das Geständnis, Robin. Als ich heute Morgen Spooky gemacht habe in dein Klo quasi, ist etwas auf deinen Fliesenboden gelangt. Aber das fand ich ganz witzig, weil ich habe auf deinem Boden geweint. Geweint. Wie findest du das, Robin, jetzt nach dem Outing von Herodes? Ja, doch. Aber warte mal, was? Da ist nur eine Träne auf den Boden gegangen und Ja, keine Kotze. keine Kotze. Und Oh. warum warst du traurig, dass deine Kotze den Körper verlässt? Weil sie jetzt schon Sehnsucht, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine, also das ist ja. Du hast durch die Augen gekotzt. Ich habe durch die Kenn Augen ich. gekotzt, weil ich dich gesehen habe. Und durch die Nase kotzen, Alter. Kennt ihr das, wenn ihr Nein, das so kenne ich nicht. Hör bitte einfach Es ist auf. so Das ist wie ekelhaft, damals, Alter. als ich von meinem Wanderhoden erzählt habe. Das kennt keiner außer dir. Ja, Weihnachten, liebe Leute. Holt eure Kinder vor dem Podcast und hört zu über Bitte. Tränen und Kotze. Schmeißt den Podcast ins Feuer und erwärmt euch davor. Ab wie viel Alter ist dieser Podcast eigentlich? Ab 98 mit Begleitung der Eltern. Ja. Okay. Also ab 18 sollte schon sein. Wir sind ja zum Glück alle 18, vor allem Schmiedi.
Na? Ja, das muss man auch einstellen bei YouTube, ne? Dass es ab 18 ist. Aber bei Spotify und bei Schnadio Schnatte. Explizit, was? Kenn ich nicht. Kennst du auch nicht. Wir müssen so ein explizit dahinter schreiben, immer nach der Präsentation. Mach ich manchmal, aber manchmal vergesse ich es. Wir sind ja zum Glück nie explizit. Fotze! Wenn wir sowas wie Hurensohn sagen und so, dann warst du hinten dran. Ich wollte eben irgendwas Geiles reinschmeißen, dann habe ich es wieder vergessen. Ich war ja gestern auf diesem Wikimania. Kennst du das? Nee. Das gibt's schon länger, aber ich habe erst gestern durch Matt davon mitbekommen, dass da. Also aus der sehr männlichen Perspektive über die Welt berichtet wird. Ja, super. Auch über die frühzeitliche Fotzenknechterei und so Geschichten. Also wie immer eigentlich, also wie die ganze Weltgeschichte gelaufen ist. Es sind 7500 Artikel aus der antifeministischen Sicht, sage ich mal. Ach, schön. Ganz groß. Ja, ist echt geschrieben wie von 12-Jährigen. Endlich mal eine Gegendarstellung zu den linksgrün versifften Massenmedien. Oh, mir wurde gestern eine Geschichte erzählt. Eine Freundin von mir war auf einem Finch-Konzert. Hier, Finch Asozial hieß er ja früher. Und der soll übelst der Sexist sein. Und der hat auf seinen Konzerten eh kaum auch weibliche Fans, was ja nicht schlimm ist, aber es ist auch eine Aussage. Und die Männer in dem Publikum haben sich alle gestern ihr Arschloch gezeigt, ständig. Auch so gespreizt. Und irgendwann hat wohl Finch von irgendeinem Fan sich so einen Handschuh geben lassen, der schon übelst versüfft war. Hat jemand nur auf die Bühne geholt, war schon auf der Bühne, da sollte es ein Arschloch spreizen, da hat er da irgendwelche Sachen reingestopft. Klingt gut. Das ist da passiert. Ja, aber das ist das, also, ist und, okay. Und er macht so Ansagen wie, seid nicht so doll mit den Frauen hier im Publikum, weil ihr braucht noch was zum Ficken von nachher und so. Solche Aussagen kommen dann und no homo und solche Sachen, aber stopfen sich Sachen in den Arsch. Also sehr interessant, und zeigen sich ihre Arschlöcher. Es gibt nichts Schwuleres als das, aber na gut, ist okay. Also da war ich echt schockiert. Ich dachte, das Finch irgendwie cool wäre, aber da hat wohl ganz viele schwierige Aussagen gebracht. In der Vergangenheit mit irgendwie, ja, dann geh halt nicht auf ein Konzert, wenn du dich belästigt fühlst von Männern und so. Naja. Ey, ohne Scheiß, genau das werde ich machen. Ja? Ja. Nicht aufs Konzert nicht gehen. Nicht auf so ein Konzert gehen. Ja. Das ist ja mal übelsräudig. Willst du keinen Arschloch sehen? Korrekt. Das ist komisch. Ja, aber also jetzt mal angenommen, Tino, es würde ein Disclaimer vorne stehen. Hallo, dieses Konzert ist Kunst und hier wird Frauenfeindlichkeit zelebriert. Und wenn Frauen dann reingehen, sind die dann selber schuld? Es ist ja eh eine Frage, ne? Auch mit KIZ, weil die sind ja auch sehr offensiv in den Texten sexistisch, was aber immer einen doppelten Boden hat und immer auch gegen sich selbst gerichtet und so. Mhm. Da ist es in Ordnung, aber bei anderen Leuten weiß ich nicht, warum das dann so ein bisschen anders gemessen wird. Aber ich glaube, dass es bei Finch keine Kunst ist. Hm. Ich glaube, der meint das schon so. Hm. Mist. Ja, Mist. Hätte auch Till Lindemann machen sollen. Achtung, hier habe ich eine Blackbox da unten. Disclaimer. Wenn ihr weggefangen werdet aus Publikum und unter der Box landet, kann halt passieren, ne? Müsst ihr jetzt damit rechnen. Sackbox macht tatsächlich auch Rocky. Ich habe kürzlich über das Phänomen Sackbox nachgedacht. Ist das eigentlich so, dass man da so hüfttief nur drin steht und die Frau ist unter der Bühne? Oder ist das richtig ein Raum, in dem man stehen kann? Und wie hoch ist die Bühne dann? Das ist schon ein Raum, glaube ich. Aber nee, der ist richtig runtergefahren worden mit so einem kleinen Fahrstuhl auf der Bühne. Und dann war unten halt so richtig viel Platz. Und dann konnte er sich da von irgendwelchen Frauen da oral beglücken lassen. Und ab während des Konzertes war dann Pause oder haben da die anderen gespielt? Das war ein langes Intro. Also genau, dieses lange Deutschland-Ding war das, ne? Was ein toller Songleiter ist, ein tolles Video und so. Aber dann kann man ja gar nicht genießen, wenn das da irgendwie ganz schnell... So, also, was ist denn das? 10 Minuten? Naja, reicht ja vielleicht manchmal aus. Naja. Vielleicht kann man ja auch gar nicht. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Also anlutschen war. Jetzt wirklich wichtige Frage. Ab welcher Größe wird eine Sackbox zu einem Sackzimmer? Ja. Das ist eine gute Frage. Wann ist eine Sackhalle? Ja. Gibt es da irgendwie internationale Richtlinien? So Kubikmeter? Also ich glaube, das ist alles unter DIN genormt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Müssen wir mal nachschlagen. Ja. Tillint genormt. Ja. Schwach? Lind A4. Aber man muss auch die mitnehmen. Ja. Ich war in Lindau in Leipzig, ist das. Ich war nämlich obdachlos und jetzt bin ich wieder hier. Schön, dass ihr mir Obhut gebt in meinem eigenen Haus. Ich habe noch nicht alle Folgen gesehen und nur die ersten drei, glaube ich. Tino, wir haben keinen Fernseher zu Hause mehr. Das Tino, ich habe doch Leute gefragt nach Gendern und habe in Freital Leute gefragt, wo es zum Büro da geht. Das habe ich gesehen, die ersten drei Folgen, wie gesagt. Aber danach ging unser Fernseher kaputt, ich konnte mir das nicht mehr angucken. Hast kein Handy. Toll. Doch, weißt du, die Likes, die mir da jetzt verloren gegangen sind. Es tut mir voll leid, aber. Vier Stück. Wir haben so YouTube geschaut an dem einen Abend, einmal ging das Bild aus. Hm. Und jetzt haben wir den zurückgeschickt, da wir noch Garantie drauf haben und kriegen hoffentlich einen YouTube neuen. YouTube zurückgeschickt, reklamieren. Ist so. Danke, YouTube. Hm.
Nee, deswegen ist meine große Entschuldigung, dass ich deine Serie noch okay. nicht gucken konnte. Also ich sag nur, die letzte Folge hat mich sehr erheitert beim Schneiden. Ich habe das im McDonald's geschnitten und musste richtig laut mich bepissen die ganze Zeit. Die Leute haben alle geguckt. Und wenn die dann noch gewusst hätten, dass ich meine eigenen Videos gucke, das wäre richtig gut gewesen. Wie Ego kann man eigentlich sein. Ja. Aber that's your life, ne? Mhm. In einer Nussschale. Den wievielten Nostra-Furz-Marathon hast du schon gemacht? Mhm. Bisschen. Einmal von ganz hinten bis ganz vorne. Ja, gibt's auch bald nochmal irgendwie einen Stream. Nostra-Furz-Marathon-Stream. Ja. Ey, das ist so normal lang, ne? Ja. Hab da eine Playlist von Anfang bis 2021, glaube ich. Das sind genau 24 Stunden. Das ist krass, ey. Wenn man krank zu Hause liegt, kann man das doch sich mal angucken. Ja. Ja, um noch kranker zu werden. Ja, ja, noch kranker als ApoRed im Schädel. Genau, aber ich hatte die Idee, um dann mal wieder diese Überleitung zurückzuführen, ja, zu dem eigentlichen Thema, aus dem sie kommt, dass wir doch mal wieder ein Top 25 beste Nostra-Furz-Video machen könnten. Wie findest du das? Das stimmt. Aber das zu ermitteln ist ja super hart, oder? Naja, dafür haben wir ja unser Klickviech. Unsere fleißigen Bienchen. Ach, dass ihr euch so Sachen schicken könnt, so das sind die besten Videos und ihr dann davon auswählt. Ja, okay, wir können ja auch sicherlich auf die Thumbnails gucken. Also wir sehen ja, was wieder nur so ein Video ist. Wobei, so viele haben wir gar nicht. Bei Wixer war das ja richtig viel, wo wir uns inspiriert haben lassen. Das wird ja auch gar nicht mehr weitergeführt, kann das sein? Ja. Was auch nicht weitergeführt wird, ist die Karriere von ApoRed. Ah. Weiß ich nicht, ich glaube schon, dass er immer noch durch seine Kontroversen, aber da war ja was. Hast du es mitbekommen? Gar nicht. So ein bisschen, nicht, ne? Hat irgendwie ein Video gemacht, wo er sagt, er sei pleite, aber er war er gar nicht. Hat dann gesagt, Edgy, ich bin doch reich. Und dann haben alle ihm das geglaubt, bestimmt. ApoRed ist wirklich, also der sagt mal die Unwahrheit, das ist ja komisch. Ja, Digga, Krabi, ich bin pleite. Das Witzige ist, also ganz kurz, ja, vielleicht sind da Leute gar nicht im Bild. ApoRed und Leon Mascher, das sind ja eh unsere Lieblingsfreunde, besonders der Leon. Und der hängt da auch mit drin diesmal wieder. ApoRed hat ein Video gemacht und hat gesagt, dass er 3,6 Millionen Steuerschulden hat. Hat dann gesagt, ist ein Prank. Und dann hat er ein neues Video gemacht und hat gesagt, er hat 1,2 Millionen Euro Steuerschulden. Warte, Prank, das ist jetzt die Wahrheit. Das ist viel weniger. Ja. Sag mal was dazu. Also, wie sind wir jetzt, wo sind wir gerade? Sind wir gerade bei, er hat Geld oder hat kein Geld? Er hat Geld und er hat nie Steuern gezahlt und hat das ganz klug gemacht, weil Insolvenz hat er angemeldet, um klug zu sein. Und Insi-Mode. Mhm. Also, Solmecke hat da wieder ein sehr gutes Video zugemacht, ja, zusammen mit so einem Steuerexperten. Julian Bam. Die haben da genau einfach mal so ein paar Namen reinwerfen. Nee, gab es da nicht mal so ein Ding, dass er seine Steuern oder also seine Einnahmen berechnet hatte? Nee, ja, seine Einnahmen. Ich glaube, da war er der Erste. Oder Uli Hoeneß als Steuerexperte geht auch als Gag. Ja, ich glaube, Tino, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir mal ein bisschen zusammenrutschen, weil wenn du hier so ganz schräg... Ich schiebe mir auch vor. Zusammenrutschen? Nicht Shakira. Die Shakira zu nennen. Als Expertin, ja. Ja, nee, der hat halt... Mein Fahrlehrer war auch Steuerexperte. In seinem Real Talk-Video hat er sehr viel zugegeben, wenn das die Wahrheit ist, dass er so sehr unkoschere Moves macht. So. Dass er ganz viele Sachen... Also er sagt im Prinzip das, was er in seinem Lüge-Video gesagt hat, nur stellt es jetzt so dar, als wäre das gut, sag ich mal. Ja, ich habe ganz viele Klamotten gekauft, damit ich weniger Steuern zahlen muss, aber so einfach funktioniert es halt nicht. Hm. Und jetzt, wo All Eyes on ApoRed sind, joins Mimi the Ring. Ja. Again. Das stimmt. Ich glaube, der hatte wirklich so ein Video so halb fertig und hat jetzt gedacht, oh fuck, jetzt muss ich aber mal gegenrendern. Und letztendlich ist er... Hat seine halb offene Mail nochmal fertig geschrieben. Und Da ist aber gar nicht so viel drin, was dieses aktuelle Thema angeht. Ich fand das so krass. Also, er hebt Sachen hervor und andere Sachen hebt er nicht hervor. Und wie trocken er erzählt, dass er eine spannende Nacht mit einer 16-Jährigen hat und die am nächsten Morgen in die Schule gegangen ist, da hat es mir so die Zehennägel hochgerollt. Und Mimi so, ja, naja, und dann hatten die halt bestimmt über vor allem ist die Islam irgendwie geredet und dann ist sie wieder in die Schule gegangen. Ich so, ey! Vor allem ist sie, was war es, um 3 hingefahren? Dann waren die da 2 Stunden und 5 wieder weg. 5 Uhr morgens, also ist die dann 2 Stunden später in die Schule oder eine? Keine Ahnung. Oh, Gottchen. Also, wie gesagt, wie alt ist er? Also ich halt glaube, ein Stück jünger. Ich glaube, der ist Jahrgang 92. Okay. Also 29, 28 so rum, ja. Nee. Ach nee, Quatsch. Stimmt, nein, sorry, ich bin... Das weiß ich, weil ich 28, 29 rum bin, aber hingegen nicht Jahrgang 92. Ich war andersrum bei 94 gerade. Nee, stimmt. Ich bin der 93. Du hast eine Zahl gesagt und ich habe mir eine andere im Kopf vorgestellt. Nee, weil ich bin der 93. Ich dachte jetzt irgendwie, ja, ist egal. Es ist früher morgen. Ja, Tino ist 30 geworden.
Ja, Ach so, hallo, schön, dass das geklappt alles hat. Gute, ja. Ja, ich bin auch sehr froh, dass es geklappt hat. Dass ich Bist ja durchgehalten habe. nicht gekürt gebannt worden, so, das ist ja schon mal Nee, gut. das ist schön. Ja, Große halt, Künstler ja. machen das ja bisweilen. Auf einen weiteren 3-Sie. Bis zur 60, bis ich Till Lindemann-Alter erreicht habe. Und dann? Auch mit 16-Jährigen schlafen kann und die ihn zur Schule bringe, wie Aphromet. Dann werden dir irgendwelche Robo-Fangirls den Pillemann Das wäre ja wiederum bearbeiten. nett gewesen, wenn er die in sich die Schule gebracht hätte, aber. Hat er nicht gemacht? Nee, war gefickt und weggeschickt. Na toll. Ist aber nicht nett. Nee, Ja. hast du Nicht Geld fürs gentleman-like. Taxi? Also dieses ganze Attitüden-Ding drumherum um Upper Red finde ich halt schon witzig, dass er halt immer der super gläubige Typ ist und alles spricht dagegen. Das ist schon so ein Ding. Und was er für Sätze, also nochmal kurz aufgerollt, Mimi hat halt immer eine ganz große Festplatte und da tauchen dann immer Screenshots auf. Und das waren halt alles Privatchats mit ApoRed und ganz vielen verschiedenen Frauen. Ja, arbeiten noch zusammen, die beiden, ey. So krass, wie Stimmt. Mimi da an Sachen rankommt, an irgendwelches Rohmaterial von irgendwelchen Videodrehs. Das ist schon Ja, unheimlich. ich denke, das ist immer so, wenn man illegal irgendwelche Aufnahmen fertigt, muss man dann sagen, das wurde mir zugespielt. Ja, Dann ja. darf man die ja irgendwie haben, ne? Und ich glaube, das ist die Festplatte im Endeffekt, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute so auf nicht ganz legale Weise rangekommen Ja, sind. Quellschutz, ne? Quellenschutz. Kennt man Ja. ja. Und dann halt einfach cool mit Mimi sind, weil die vielleicht vom Abo keinen Controller bekommen haben oder so. Die Streamer haben auf jeden Fall alle fleißig reagiert und da hat sich dann, weil dieser Prank-Upload ursprünglich wurde ja dann aufgelöst als Wenn du Eier hast von Leon Mascher zusammen mit ApoRed, weil Toll. er wurde gezwungen, du merkst halt in dem Video auch, dass das übelst Bullshit ist, dass die sich vorher natürlich abgesprochen haben, ey, und dann machen wir das so. Vor allem sagt er, Leon Mascher sagt, wir gehen zu mir und dann sind sie aber bei ApoRed zu Hause. Also Geschichten. Und dann hat sich Leon Mascher jetzt nochmal gemeldet und hat gesagt, das geht ja gar nicht, Ansage an die Streamer. Und da muss ich sagen, das ist für mich bisher das sympathischste Leon Mascher-Video, was ich bis jetzt gesehen habe. Was nicht viel sagt, aber so wie er redet, ist fast ein normaler Mensch. Kann ich mir nicht Er vorstellen. sagt halt, dass das echt uncool ist, wenn die Leute sagen, ja, hier bei Mimi und bei was weiß ich, welchen ehrenwerten Leuten, sag ich mal, warten wir 48 Stunden, bis wir drauf reagieren. Aber Leon Mascher, die Maggot, wie Stay sagt, und Maggot fand ich schon auch echt hart. Also Made so, gut, es gibt dieses geflügelte Wort Made im Speck, aber so eine Maggot. Ja, Leon ist ein Asi, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so geil. Bei so einer Maggot warte ich keine 48 Stunden, weil da auch mein Gesicht drin zu sehen ist und so. Ich verstehe das Reasoning ein bisschen. Ich gebe jetzt auch Leon nicht 100% recht. Und das Video ist auch jetzt nicht viral gegangen, aber ich muss sagen, da war er mal halbwegs normal. Ist das so ein Ehrenkodex unter Das hat Reaction-YouTubers? Mimi tatsächlich eingeführt, soweit ich weiß. Der hat das vor 2 Jahren das erste Mal unter ein Video geschrieben. Bitte, Streamer, wartet 48 Stunden, damit ich hier die Einnahmen erstmal kriege, damit ihr mich die Klicks klaut. Und das machen jetzt plötzlich ganz viele. Und so war es halt auch in ApoRed's beiden Uploads. Ah, okay. Dem Fake und dem angeblich nicht Fake. Der sagt zum Beispiel auch, dass der seine Firmen auf Dritte überschreibt, aber trotzdem halt die Einnahmen noch kriegt. Und dann stellt er das so dar, als spart er dadurch Steuern, aber so funktioniert es ja nicht. Weißt du? Also Weil er das dumm würde ja ist. dann jeder machen. Er hat gar keine Ahnung. Außerdem müsste ja dann die dritte Person ohne Einnahmen Steuern zahlen. Ja. Ganz, ganz komisch. Also ich bin gespannt, was daraus jetzt noch entsteht. Ja, same. Also, ich weiß nicht. Aber es steht doch im Raum, dass er überhaupt nicht reich ist oder nie reich war, so richtig, ne? Obwohl er ja doch viele Klicks hatte, eigentlich. War sicherlich, also der hat wahrscheinlich zu seiner Hochzeit Geld bekommen. So Wahrscheinlich. stelle ich es mir vor, er hat es wahrscheinlich auf den Kopf gehauen und kam nicht mehr raus aus dem Luxus. Er hat sich Luxus geleistet, den er sich nicht leisten konnte. So, ich schätze es Jedenfalls mal. Fail der letzten 2 Wochen, würde ich Ja, sagen. deshalb gibt es von uns den Fail der letzten 2 Wochen. Ja. Und den Win der letzten 2 Wochen, da haben wir nämlich noch nicht drüber geredet, weil ausgefallen ist es natürlich der Trailer zu GTA 6. True. Es Ja? ist doch passiert. GTA 6, Tito. Das hast du, glaube ich, nicht im Podcast gesagt, sondern hier auf der Türschwelle. Ich glaube nicht, dass es GTA 6 ist, sondern Ich so ein habe gesagt, Ableger. ich kann mir vorstellen, dass es, weil sie nicht gesagt haben, konkret, dass es GTA 6 sein wird, sie haben nur geschrieben, dass ein neuer GTA-Teil kommt raus, ein neues GTA-Spiel. Habe ich gesagt, nicht, dass alle jetzt zu enttäuscht sind, wenn es dann doch irgendwie heißt, hier, es wird GTA The Ballad of Straight Tony diesmal oder sowas. Aber ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht passieren kann. Okay. Aber ich bin ja froh, dass es so ist. Warst du denn enttäuscht vom Trailer?
Weiß ich nicht. Ich bin da, glaube ich, nicht zu tief genug drin. Ich bin ja gerade wieder. Ich habe ihn bestimmt schon 20 Mal gesehen. Also. Ich bin ja schon im GTA 5 Fieber noch drin, so, weil ich das gerade wieder angefangen habe zu spielen. Ich fand jetzt von der Grafik jetzt keinen riesigen Sprung, aber ich habe auch nicht das Auge dafür. Aber ich finde, GTA 5 wirkt auch schon sehr krass. Und mir ist jetzt im GTA 6 Teil jetzt nichts viel krasseres aufgefallen. Okay. Außer halt mehr Menschen jetzt. Und also ich habe es eher mit Red Dead verglichen. Da ist der grafische Sprung nicht so krass. Aber wenn man auf so Details achtet wie das Wasser oder die Haarbewegung, wo wirklich quasi jedes einzelne Haar zu sehen ist, das ist schon krass. Aber es war ja auch kein Gameplay zu sehen. Das war ja alles nur so Cutscenes. Das ist halt die Frage, ob das sag ich mal, derselben, ob das pre-rendered ist. Also GTA sieht halt in der Regel nach Release besser aus als die Trailer. Das ist schon. Also ich habe da großes Vertrauen, auch wenn zwei von den wichtigsten Figuren da mittlerweile ausgestiegen sind. Aber dieses Spiel ist so lange in Entwicklung. Die werden da schon noch ihre Fingerchen, ihre kleinen Tippelfingerchen im Spiel haben. Ich freue mich sehr auf CJ programmiert doch nicht mehr, oder was? Nee, Leslie Benzies ist schon länger raus, glaube ich. Und einer von den Fotzen da. Ich habe zwei Anmerkungen. Sam Hauser, Dan Hobbs. Mit welchem Game hast du es verglichen? Mit Red Dead. Grafisch. Welchem Game? Ach, Ready Red. Mit Ready Red hast du es verglichen. Alright, right. Und was ich krass fand, ich habe keine Ahnung, wo die aktuelle Konsolentechnik gerade ist. Ich schrei doch schon. Ja, ist okay. Aber diese, wo die so viele am Strand sind, also ja. Ich glaube, Haut darzustellen ist gar nicht so einfach realistisch. Und ich fand das. Recht, wenn die dumm. Erst recht, wenn die dumm sind, die Programmierer. Achso. Dunkel. Erst recht, wenn die Programmierer so dumm sind. Das ist keine Trivialität und hat mir gut gefallen. Ja. Und natürlich, es wurde auch irgendwo schon gepostet, dieser Strand, wo die alle nackig rumrennen. Ich träume davon, mit 100 Miles per Hour da drüber zu fahren. Fühlen wir, glaube ich, alle. Ne? Das ist auch typisch GTA. Ja, also, das macht man da ja. Und was natürlich für Tino ganz toll ist, was du einfach übersehen hast, ist, wie divers die Körperformen sind. Ich wollte es gerade ansprechen. Ich habe das natürlich wieder aus einer sehr anderen Sichtweise nochmal betrachtet. Ne? Auch den Trailer und so oder auch die Kommentare. Dass ich ja wirklich tatsächlich einige männliche Spieler davon beleidigt fühlen, eine Frau spielen zu müssen. Ja, aber das ist ja... Das fand ich sehr interessant. Ich habe sehr viel mehr Leute gesehen, die sich darüber aufregen, dass es diese Leute gibt, als dass ich tatsächlich diese Leute gelesen habe, die das schreiben. Es waren jetzt nicht massig viele. Das sind ja richtige Dullis, die das schreiben. Ich habe einen Kommentar, glaube ich, gespeichert davon, wenn ich den auf die Schnelle finde. Den fand ich irgendwie sehr bezeichnend. Also ich bin Feminist, ich spiele immer eine Frau, weil sie dann meinem Willen unterliegt. Und es ist ja auch so, dass man es sich auch aussuchen kann. Es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie nur eine Frau spielt, sondern es ist ja tatsächlich so, dass man es ja auswählen kann. Es sind ja verschiedene Charakter. Ja, das ist aber eigentlich noch nicht offiziell confirmed. Das weiß man aus den Leaks, aber... Aber es ist doch irgendwie... Wir haben ja keine Leaks gesehen, Rockstar. Bitte verklagt uns nicht. Wir sind fromme. Haben wir nicht gesehen. Nee, ich habe den Kommentar nicht gespeichert, glaube ich. Aber jedenfalls war das ein bisschen so, irgendwie, ich habe Angst, das zu spielen. Ah, genau, warte mal, was denn? Ich habe Angst, das zu spielen. Ich werde zur Frau, wenn ich eine Frau spiele. Genau, hier. Steve Egger schreibt auf Facebook, I don't want to play as a girl, FFS. For fuck's sake heißt das. Ah, okay. Da habe ich gesagt, so, auf Englisch werde erwachsen so, du wirst davon nicht zu einer Frau, wenn du das spielst. Da hat Jan geschrieben, no one wants to play a girl getting fucked by a guy, lol. Das fand ich ein tolles Argument. Das ist, Sie spielen, während sie gefuckt wird, oder dass sie allgemein... Du hast in GTA, das ist ein neues Feature, die ganze Zeit, wenn du rumläufst, hast du so einen Mann hinter dir, der dich einfach fuckt. Okay. Also ich frage mich immer, ob das, also wie ist das? Sehen die so Spiele wie Metroid oder Tomb Raider auch so kritisch? Ja. Vermutlich nicht. Ach, aber ein richtig funny Kommentar dazu. Oh, Metroid Scheiße. Spielt man ja einen Roboter, das weiß man. Ach so, logisch. Und diese ganzen anderen Games. Ja. Ach, ich habe noch einen richtig geilen Kommentar dazu gefunden. Ich habe ihn aber nicht mehr gefunden jetzt. Aber irgendwie, mir tun die armen Spieler leid, irgendwie, die armen Kinder, die dieses Spiel spielen, weil sie jetzt eine Frau spielen müssen. Oh Gott, wo ist es denn? Ah, vielleicht sind es auch einfach Trolle, Tino, weißt? Nee, das ist ja auch so. Die wissen genau auf Facebook, dass, wer da jetzt noch rumläuft, das sind so Tinos, die da richtig direkt drauf reagieren. Die beißen da rein wie der Hund. Nee, es war schon ein Trollkommentar, weil das Witzige irgendwie, auch die armen Kinder, die das da spielen müssen, die GTA spielen müssen und so, müssen jetzt irgendwie eine Frau spielen.
Das fand ich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich finde es gerade nicht mehr. Ich reiß nach nächste Woche. Ich freue mich auf jeden Fall. Es kommt 2025. Ihr wisst das eh alle längst. Dann wisst ihr vielleicht auch schon, dass der Trailer innerhalb von 24 Stunden so viele Aufrufe bekommen hat, wie der GTA 5 Trailer in 10 Jahren bekommen hat. Das ist der absolute Wahnsinn. Das wird wieder das größte Medium aller Zeiten, wenn das rauskommt. Das wird wahrscheinlich in den ersten 24 Stunden eine Milliarde mindestens einspielen. Da freuen wir uns. Allein von mir. Allein von Herrats. Das wird so geil. Ah, du hast mir sogar geschickt. Guck. Why did Rockstar focus on erotic and sexual characters so bad anyhow? Poor childs and kid gamers that are exposed to this worthless video game. Oh, das ist ja wirklich ein Träumchen, ey. Ja, ja, das find ich witzig. Ist dir kalt oder musst du nochmal brechen? Du bist ja so zusammengekommen. Das Beste aus allen Welten. Ja, ich kann dir eine Jacke geben. Ja, jetzt haben wir einen Punkt vergessen. Dings, dieses Release-Datum. Manche sagen ja, ist noch so lang, warum haben die auch einen Trailer rausgehauen? Mhm. Da sag ich, die hätten auch 24 reinschreiben, können das verschieben. Ja. Wie alle das immer machen. GTA 5 wurde auch verschoben von Spring 2013 auf September 2013. Und deshalb die Frage, wird das Release-Date eingehalten? Ich glaube schon. Wenn die jetzt schon sagen, kündigen sie jetzt an, so lange Zeit vorher. Der erste GTA 5-Trailer kam auch 2 Jahre vor Release, also das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das passt schon. Aber mir ist es lieber, dass sie nochmal verschieben und dran arbeiten, als dass sie ein Spiel rausbringen, was scheiße ist und man 1000 Updates braucht. Und dass sie crunchen. Crunch ist ja auch so ein Ding, dass da quasi 24 Stunden durchgeackert wird. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ist dir das als Konsument echt so wichtig? Was, dass die nicht crunchen? Ja. Also ich kaufe es auch, wenn die sich die Finger tot arbeiten, aber ich fände es schon besser, wenn sie es nicht tun. Okay. Ja. Ja, ich glaube, ich würde es auch kaufen, wenn das nur von 12-jährigen chinesischen Kindern zusammen programmiert worden wäre. Also bei GTA hört die Moral auf. Warum den chinesischen? Nicht hier die im Kinder. Rahmen von Big Enough, von dieser japanischen. Oh, du musst jetzt dein Game programmieren. Ja, ist doch überfordert. Old Enough, Big Enough, wie heißt das? Was wir geguckt haben. Old Enough? Ach Gott. Ach so, ja. Das Gast. Ja, ja, du fandest das ja schlimm. Warum? Das Imagine, ist dass der Vater schickt sein Kind los, einen AAA-Titel zu entwickeln. Ja, wo sie so ein Kind so eine dunkle Halle... Dann wird mit Kameras bekleidet, wie es die ganze Zeit weint und leidet. Ja, die haben so ein Kind sowieso eine lange Treppe runtergeschickt. Oh, dann eine Treppe, der wohnt da, der geht da das jeden Tag hoch. Das war ja noch nicht so schlimm, hat so einen Eimer da, muss halt so einen dunklen... Was war das, so eine Halle gehen, wo halt so Fische sind und sollte irgendwie Fische holen. Hm. Hat übrigens angefangen zu heulen und die filmen da halt die Kamera voll drauf und denken sich, oh, lustig, das Kind da weint. Ja. Wie es traumatisiert ist für ihr Leben. Ich hätte mir gewünscht, dass ein Kamerateam dich heute Morgen aufs Klo begleitet. Oh, guck mal, wie es weint. Ja, ja. Na, aber du sagst es so, ist das nicht so, dass wenn ihr irgendwie brecht oder so, dass ihr dann übelst... Also ich habe ja vor einer knappen Woche gekotzt am Dienstag. Mhm. So. Und ich glaube nicht, dass ich geweint habe dabei. Krass. Ja, doch, so ist es so tränt ein bisschen, das kenne ich auch. Nee, ja. Ein bisschen, es ist tränt hardcore, aber gut, dann ist es bei mir vielleicht einfach krass. Du bist halt eine Heulsuse. Ich bin halt eine Heulsuse, ja. Du hast halt Wandertränen. Das ist, ja, das hat nicht jeder. Das ist mein einziges Ventil, mit dieser kranken Welt klarzukommen, ist wenigstens beim Kotzen zu heulen. Damit du deine Männlichkeit noch bewahrst. Mhm. Übrigens, liebe Leute, ich habe es angekündigt gestern, ja. Wenn wir bei GTA 6 durch sind. Die Hölle ist zugefroren. Ich habe ein Lob, also ein kleines Lob für Freiwild. Hm. Jetzt will ich aber... Moment mal, das ist ja nicht Onkels. Ja, aber es ist ja ähnlich, ist eine ähnliche Stufe so. Ich würde sagen, das ist sogar so eine Stufe drüber, respektive drunter. Ja. Was lobst du denn? Und bist du jetzt auch rechts? Ich bin jetzt angenehm rechts geworden, von unangenehm links. Hier hat sich gerade Belege ausgetauscht für die Steuer wahrscheinlich. Ja. Geschäftsessen. Ich hab dir doch schon Geld gegeben, du Doofer. Ach so. Geschäftsessen im Foko. Kannst du absetzen. Oder aufsetzen, auch als Hut. Oh, jetzt halt ich schon wieder so einen geilen Witz. Erzähl mal. Naja, ich hab dir vergessen. Ach scheiße. Ich hab gesagt, Freiwild. Du bist jetzt rechts wegen Freiwild. Frauen sind Freiwild. Einfach alle wegficken. Ja. Ja, finde ich, ist okay. Nee, die ich weiß nicht, was heute los ist. Frauen, danke, dass ihr zuhört. Ihr wisst. Das ist an Weihnachten. Ich parodiere hier, genau, das heilige Christkind, ja, liebe. Sprich durch dich, ja. Ich sehe schon, Jesus, wie hier Jules mit ihrem Auferspecken gerade marginalisiert, wie sie hier wird, zuhört und komplett fertig ist, weil wir so schlimme Finger sind. Ja. Jedenfalls haben die einen neuen Song rausgebracht, die Freiwilders. Mhm. Und der Song heißt Nie wieder. Und da geht es um Judenhass, also am Antisemitismus. Okay. Und ich finde auch, dass der Philipp Bürger nicht toll singt.
Alle also, Birgi, bitte. Birgi von mir aus. Also Freiwild und Onkels haben eins gemeinsam, die haben halt scheiß Sänger. Also ich höre die halt einfach nicht gerne so. Und man hört auch viel Autotune auf der Stimme und so. Weil es halt auch so eine... Eine Rumschrei-Band mit Autotune? Das passt ja gar nicht. Es ist halt eine Ballade. Du merkst halt, also ich höre raus, wie man so ein bisschen die Stimme getunet hat. Also die Onkels haben sehr schöne Balladen ohne Autotune. Du mit deinem seidenen Ohr hörst das gerade noch so raus, weil du das ja seit Jahren... warum hast du da ein Ohr für? Ich habe einen Zufall. Okay. Ich hab ein Gehör dafür. Jedenfalls geht es halt um Antisemitismus und haben auch ein Video dazu veröffentlicht mit Zusammenschnitten aus gewaltvollen Aufnahmen aus dem Gazastreifen und so, auch von Nazis, von der NSDAP damals und ja, so. Und auch von Antifa, glaube ich, so ein paar Szenen waren drin, also sehr viel Gewaltszenen. Richtiger und Downer, ey. Können die nicht mal ein Spaßvideo machen? Da geht es eben so nie wieder und so und es wurde aber vergessen und die Gewalt flammt wieder auf und so und den Kindern geht's schlecht. Ich fand es vom Text her ganz okay so, fand es ganz cool, aber von der Aussage halt toll. Und das Video hatte mir einfach so eine Stimmung ausgelöst. Ich war echt gerührt am Ende des Videos. Danach kam halt noch so ein Abspann von wegen, jeder Mensch ist wertvoll, hat ein Leben in Würde, Liebe und Respekt verdient und so. Aber die Frage ist, wer ist der Mensch? Ja. Na gut, klar. Und dann muss ich sagen, ich fand das mutig von denen und ich habe mich geirrt. Ich habe gedacht, ich gucke jetzt in die Kommentare und denke, oh, ihr linksgrün versifften Freiwild. So. Ja, aber siehst du, dein Bias hat dich da wieder. Die Kommentare waren so 99% positiv und so verwegen Freiwild des Rechts und so. Oder auch von Linken, die gesagt haben, oh, Respekt so dafür, dass es jetzt so ein Statement bringt. Es gab ein paar, die gesagt haben, dass sie enttäuscht sind und sie nicht mehr hören wollen. Die gab es auch, aber die waren sehr wenige. Okay. Ja, also Tino, da muss ich ja auch nochmal überleiten zu den Onkels, die ja, also da Kevin hat ja irgendwie geschrieben, bück dich Greta, es gibt Aal, das war genau. Ja für dich noch so ein kleiner, aber dass ja. Da Kevin ein kleiner Dulli ist, das wissen wir ja alle, aber ob die jetzt alle so ganz schlimm, ne? Also folgendermaßen, die Leute, die eine rechte Gesinnung haben, haben halt die gleiche Attitüde, wie sie ein Freiwild oder die Onkels auch vertreten. Nämlich, du bist der Geilste und ich gegen die Welt. So, weißt du, während die Ärzte immer sagen, du bist eigentlich ein Dulli und haha, guck mal, wie witzig und ironisch alles ist, sagen halt diese Onkels-Leute die ganze Zeit, du machst es richtig, Digi, genau so. Ja, und das passt natürlich zu deinem... Wie Anime-Intro. Zu dieser Alt-Right-Mentalität. Genau, wie alt, genau, ja, nicht exakt. Schlecht. Deswegen hat du Hitler. Du wirst unbesiegbar sein! Ja, hat Hitler auch schon gesungen und dann war es doch nicht. Schade. So. Ja. Nicht schade, meine ich. Gut, dass der macht den alle nochmal tot. Das war ein schlimmer Mensch. So. Deswegen hören viele Rechte halt auch gerne Onkels. Ja. Aber das heißt nicht jetzt explizit, ja. Warum verteidige ich die immer? Die sind mir eigentlich relativ egal. Man kann schon sagen, dass die Onkels in den 90ern schon auch Sachen gesagt haben, die schwierig waren. So muss man schon in sagen. In den 90ern. Aber ich verstehe auch, dass sie sich distanzieren davon inzwischen, sowohl Freiwillig als auch die Onkels und so. Also, ich kann es nachvollziehen. In den frühen 2000er, 90ern haben Lanze auch verrückte Sachen gesagt. Ich finde, also, da haben und heute sind sie ja völlig in Ordnung, ja. Ich muss so eins an dem Freiwillig-Video kritisieren. Ich hätte mir gewünscht, es wäre auch ein bisschen zu viel verlangt, aber das ist ja auch... Moment, lass mich raten, dass Pimmel zu sehen sind. Och Mann, dankeschön. Ich habe die erste Folge Nesen jetzt geguckt. Lass doch den Mann jetzt ausreden. dass sie... ich hätte mir so ein bisschen auch AfD-Kritik gewünscht. Dass sie auch in einem Frame mal irgendwie Alice Weidel, Beatrice von Storch, Höcke und so einblenden. Hast du das Frame by Frame geguckt? Vielleicht hatten sie ja so bling. Aber haben sie irgendeinen Politiker eingeblendet? Vielleicht wollten sie das da einfach mal rausnehmen. Nee, das muss ja nicht immer alles nach deinem Gusto hier. Nein, es waren halt nach Mucho Gusto, der Kaffee. Nee, sie haben eher so halt Nazi-Szenen reingebracht. Zum Hakenkreuz, Märsche und so und Explosionen und Schießen und so. Aber trotzdem hätte ich mir ganz gerne gewünscht, das zu machen. Aber ich muss auch dazu sagen, die sind Südtiroler. Die haben mit der AfD nichts zu tun. Die sind ja quasi Italiener. Die haben ihre eigenen rechtspopulistischen Parteien. Deswegen kann ich verstehen, dass sie es da eher rausgelassen haben. Aber das wäre für mich konsequent gewesen, zu sagen, ey, ich blende jetzt auch mal irgendwie Front National ein und oder mal Markus Lanz. Von mir aus auch und Brecht und so. Nein, aber haben sie nicht, Lanz aber, ist aus Tirol, ist egal. Aber haben sie nicht gemacht. Das fand ich ein bisschen schade, aber sonst fand ich ganz überraschend, diese Wendung. Ich mache nicht in die Playlist, aber hört euch gerne mal an den Song, so, es lohnt sich. Da muss ich aber eh mal einen Lanzer für dich brechen, weil ja früher hatten wir diese Kontroverse, ich dachte so, ich war immer so Team 8, du nimmst den Rechtsextremismus zu ernst. Hm. Aber Rhabarber, schau, wo wir heute sind. Hast du mal in die Medien geguckt? Ja. Hast du dir mal den Antisemitismus angeguckt? Also uiuiui, also ich komme dir tatsächlich in dem Punkt inzwischen sogar
glaubens- und meinungstechnisch, also Glauben ist eigentlich das falsche Wort, schon, ja, wie du grinst, weil ich dir gerade recht gebe. Ich finde es ja, ich muss es, also das habe ich auch in der Oase geschrieben, dass es einfach ein bisschen traurig ist, dass man nicht mehr so viel Spaß am Rechtsextremismus haben kann, ja, weil der so genau das, an jeder genau Ecke das lauert jetzt. Also ich finde jetzt auch, was ist klein, grün und dreieckig, also der finde ich, würde ich jetzt gerade nicht mehr machen, diesen Gag. Ja, es ist irgendwie kacke gerade und schade, ne? Weil's, das wollen wir jetzt ja nicht auspacken. Also, aber das war auch ein Schlagfertigkeits-Joke, den habe ich mir nicht am Reißbrett ausgedacht. Das war irgendwie für mich gefühlt noch was anderes, ja. Weil in meiner kleinen Sphäre, so klein sie ist, hat das irgendwie nicht existiert. Also ich finde, das Judentum ist wie alles andere irgendwie so da, ne? Aber dass das so krass, dieser Hass da ist, das habe ich irgendwie komplett nicht mitgeschaltet. Ich meine, jetzt ist halt Spotlight drauf, ne? Naja, ich muss sagen, ich war ja auch nie in krasser Berührung mit Antisemitismus, aber ich auch wenig. Also ich habe halt in meinem Leben eine jüdische Person, mit der ich echt gut befreundet bin. Aber, Jesus. Aber auch erst, ja, können wir gerne auscrollen, das ist Jesus Christus. Aber auch erst so seit 2, 3 Jahren. Und davor hatte ich auch wenig Berührungspunkte. Aber mir fiel aber auch schon auf, dass wenn ich jetzt in Berlin oder in Wien irgendwie gereist war, da standen vor den Moscheen immer irgendwie Menschen mit Maschinenpistolen. Oh, das hab ich noch nie gesehen vor Moscheen oder vor, also ich meine, das vor Synagogen. Das habe ich aber noch. Siehst du, hab ich jetzt einfach ja, übersetzt im Kopf. Ich wusste, was genau, du meinst. Genau. Ja. Aber ich habe noch nie vor Moscheen oder vor Kirchen gesehen. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, Alter, das ist ja, also das kriegen wir überhaupt nicht mit, wenn nicht jüdische Menschen, wie schlimm es die haben. Ey, da kam es mir aber auch wirklich ein bisschen bitter hoch, als ich in Köln an der Synagoge, und die war wirklich weiträumig abgesperrt, gut bewacht, als das halt gerade losging. Und Alter, da kam es mir schon so ein bisschen kribbelig hoch, ey. Das war so, oh, Alter. Wolltest du direkt rein mit dem Maschinengewehr? Nee, also, es tut mir leid, ich konnte so nicht. Traurig. Warum kann denn irgendwie so jede Religion ausgelebt werden, aber die müssen halt so mit... Naja, das ist schweren Waffen beschützt werden, das ist so, also auch so die, weh auch die, irgendwie. Die jüdischen Kindergärten und Schulen waren ja lange Zeit einfach zu, waren leer, weil die Eltern sich nicht getraut haben, ihre Kinder dahin zu schicken, aus Angst vor irgendwelchen Anschlägen. Und das ist denn ihre Lebensrealität, ne? Oh, das. Und die Angst ist halt total begründet, ne? True. Religion an sich ist ja auch gerne unter Feuer, aber nicht wortwörtlich. Ja. Kommen wir wieder zur Uplifting-News, wa? Ja! Kurze letzte Frage zum Rechtsextremismus. Was passiert nächstes Jahr so wahlentechnisch, ihr als Thüringer? Was kommt da denn raus? Der Bodo macht bestimmt wieder hier... Alleine in der Regierung. Es ist nichts anderes möglich, außer AfD und CDU-Koalition. Oder eine absolut lächerliche Minderheitsregierung, aber das... Alle schließen sich zusammen irgendwie. Linke, Grüne, SPD, FDP und CDU machen... Eine... Grüne und FDP? In Thüringen? Nee, also alle zusammen meine ich so. Ja, aber die werden ja nicht im Landtag sein, oder? Also FDP könnte knapp reinkommen, Grüne, die fliegen sehr wahrscheinlich raus, aktuellem Stand. Wir wissen ja auch noch nicht, ob die Wagenknecht jetzt ihr Bündnis da irgendwie aufstellt. Die würde ja alles nochmal umschmeißen. Oh ja. Aber laut aktuellen Prognosen kann nur AfD und CDU regieren. Genau, also es gibt Popcorn. Braunes Popcorn, ja. Ich schaue dann wieder aus meinem kleinen Nest im West hier rüber und mache mich witzig. Das kommt ja halt einfach nur mit 5 Jahren Delay bei dir auch an. Während hier Herr Kemmerich mal wieder aus Versehen seine Partei kaputt macht. Ups. Der Katze, die in die Geschichte aufgepasst hat, ne? War ja sein Wahlspruch. Ja. Die CDU ist eh im Aufwind, denn Jeremy Fragrance hat ja Werbung gemacht. Ja. Die CDU? Was? Der hat für die CDU, der hat doch erst rechte Sachen promotet, hat dann gesagt, ich wusste das nicht. Und hat dann, um sich zu rechtfertigen oder halt wieder gut darzustellen, hat er dann ein Bild hochgehalten, wo CDU drauf stand, hat gesagt, die haben christlich im Namen, ich bin Christ, das finde ich gut. Also alle, ich frage mich, die Leute, die CDU wählen, ob die in den letzten 2, 3 Jahren mal Bahn gefahren sind. Und sich vor Augen führen, wer die Scheiße verzapft hat. Da muss man doch... Es sind, glaube ich, Realitäten, es kriegen so ein Otto Normal-Ottos nicht mit. Ich glaube, die wissen nicht immer, was die Parteien eigentlich so zu verantworten haben. Das kriegt man ja erst mit, wenn man sich so ein bisschen damit befasst. Die Merkel macht das doch gut, ne? Ja, sowas in der Art halt, ne? Selbst jetzt bei diesen Bauern und Landwirten, die gerade streiken, wo die AfD Bilder postet, vor allem wir stehen an der Seite der Landwirte. Und wie kann die Ampel denn Subventionen verbieten? Dann klickst du einmal in ihr Grundsatzprogramm der AfD, wo wörtlich drin steht, die AfD lehnt Subventionen grundsätzlich ab, in jedem Bereich. Okay. Wir wollen einen schlanken Staat. Das heißt, die hätten es selber auch gemacht. Oh. Aber die Ampel, das quasi vorher gemacht hat, schimpfen die dagegen. Wie Weidel ja sagte, wir brauchen harte Lockdowns, Merkel, gefährden uns Deutsche nicht. Wir brauchen jetzt einen Lockdown, da gab es Lockdowns.
Freiheitsberaubung, Diktatur und so. So die drehen also, sich halt mit dem Wind. Und das merken die Menschen nicht. Aber ist halt leicht als Opposition, ne? Gerade in der Position, wo du gegen alles bist. Ja, und da reichen halt trotzdem so, Stimmen. Da reichen halt so Sharepics bei Telegram und Facebook, dass die Menschen der AfD und auch anderen Parteien glauben. Mhm. Aber ein Blick ins Wahlprogramm zeigt schon, die sind gegen euch, liebe Leute. Nichts mehr subventionieren, damit die Studenten dann für 7 Euro im Mittagessen bekommen. Zum Beispiel, mich. Ja. Gut. Also, oh, was? Oh, da steht so in dem Grundsatzprogramm drin. Jetzt also, schreibt schon wieder einer, oh, ihr sollt ja solche Anti-AfD-Kreiswichser. Ja, aber sind wir. Mann, also ich probiere ja immer, beide Seiten zu sehen. Aber allein, wenn man schon, wenn wirklich drin steht, ich glaub dir das jetzt mal. Aber die AfD wird ja auch nicht wegen ihrem Wahlprogramm gewählt. Ja, aber das ist, was sie machen wird. Also das ist ja das Ding. Ja. Also wenn die Wähler halt nur irgendwie doof wären, ist sie die eine Sache, aber die haben ja demokratischen Einfluss. Das ist die Scheiße. Ich meine, mir ist egal, ich bin in meinem Nest. Ne? Also. Als ich durch Freital gelaufen bin, dachte ich mir auch so, ihr habt ja hier gesagt, Merkel muss weg, die ist ja jetzt weg, aber irgendwie glücklich sind sie so gar nicht. Wurde ja eher schlimmer mit Scholz jetzt, ne? Weil er ja wirklich sozialdemokratisch irgendwie... Also zumindest nee, weil jetzt alles auf. Linksgrün versifft ist. Ja, schön wär's. Ganz ist klar. Es gar nicht. Mehr Abschiebung. Die linksgrün so, versiffte Schuldenbremse. Man kennt sie. Ja. Ja, Jeremy Frankwitz jedenfalls hat seine Reality-Show verloren bei Sky wegen dieses Nazi-Vorfalls. Ja, Nazi-Vorfall klingt auch schon wieder hart. Also der hat da irgendwie, ich weiß nicht, der ist eh. Ich feiere den. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch in Deutschland, der den einfach nicht entertainend findet. Ja, zwischendurch mal fand ich ihn auch ganz witzig. So wie er so abgedreht ist, mit Power und so, aber... Ja, das macht er ja immer. Ja. Aber, wow. Auch Zirkusclowns machen immer lustige Sachen und trotzdem ist es witzig. Hm. Nur weil sie es immer machen, ist es ja nicht weniger witzig. Mhm. Ja, ist Kenny nicht. Stirbt ziemlich häufig. Das ist auch immer witzig, ja. Mhm. Also jetzt macht er schon länger nicht mehr. Wer auch gestorben ist, sind 10 Schüler in Prag. Alter. Nicht Studierende? Ich dachte, das war an der Uni. Ja, weißt du, School People... Die Menschen... Students. Menschen, der sich schulen lassens. Ah ja. Aktion. Genau, es gab irgendwie einen Amoklauf, ne, in Prag, aber ich glaube, die Hintergründe sind nicht bekannt. Ich glaube, da gab es noch nie einen. Aber, nee? Also es gab mal wieder einen Amoklauf, in Prag, so kann man es sagen. Ja, ja. Ja, aber ja, die Überleitung, dafür möchte ich mich entschuldigen. Da ist mir auch direkt wieder, also anders, mir ist eingefallen, dass du da mal ein Lied drüber gemacht hast, aber ich wusste nicht mehr, welches es war. Ein Lied über einen Amoklauf? Ja. Amoklauf? Ich habe nur die Melodie Bombenstimmung geklaut. Bombenstimmung oder so? Bombenstimmung? Kann sein, war das das? Kann sein, das mit Maggie, wo die so schön singt. Ja, genau. Ja. Das hat ja auch voll viele Streams bei Spotify, der Song, da war ich voll überrascht, also so weitaus mehr als der Rest. Deshalb habe ich den ja auch gecovert, um Klicks zu generieren. Ich sehe das gar nicht, dass da, also ich habe da noch nie nachgeguckt nach irgendwelchen Zahlen. Ja, okay, also die sind jetzt so tot. Nachruf an der Stelle, traurig. Nächstes Shoutout an die Familie. Nein, also Prag ist halt wirklich... Ich hab wieder mal so im Zug gesessen, mal ein bisschen an News geguckt und dann so ich aufgemacht, direkt wieder zugemacht. Ja. So, also das halt's Maul. Es schockt nicht mehr sowas. Nee, es ist traurig. Naja, doch, also es gab ja ein Bild, was schon sehr schockt, nämlich dass so eine ganze Klasse oder wie auch immer, wie nennt man das bei euch, Gesocks da? Ein Kurs. Fuck, Alter. Ein ganzer Kurs quasi aus dem Gebäude rausklettert und so auf dem Sims hockt, also wirklich nur so 30 Zentimeter breit und halt fast darunter fliegt, um diesem Schützen zu entgehen, der wieder eine feige Sau ist, sich am Ende auch noch selbst erschossen hat und halt auf wehrlose Leute geht, so ein Pullermann. Also ich finde, wenn man mit einer Fernfeuerwaffe auf Leute geht, die keine Fernfeuerwaffe haben, ist man per se eine feige Sau. Ja. Ey, der so vorher reingehen soll, hätte jeden eine Waffe hindrücken sollen. Hier, 10 Minuten, habt ihr Zeit, euch zu verstecken. Ich komme gleich rein. Jetzt mal ganz kurz, Also ich wette. Lasertech nur mit scharfer Munition. Folgendes, ich möchte für weniger Tote auf der Welt sorgen. Ich wette mit euch, wenn jetzt demnächst mal irgendjemand einen Amoklauf macht mit Paintball, dass dann die Medien krass drüber berichten würden. Lieber Robin, be the change you want to see in the world. Es gibt ja diese Waldorfschule, die ich ein bisschen doof finde. Nee, ohne Spaß, das ist halt trotzdem noch so, dass wahrscheinlich die Polizei kommt und es ein Aufgebot gibt. Du machst aber nichts so Schlimmes, dass du dich danach erschießen musst. So. Du kannst dir noch ein Paintball ins Gesicht schießen. Ja, auf jeden Fall. Die Polizei kommt und dann erschießt du dich selber mit Paintball. Das ist richtig gut. Oh fuck, die Polizei könnte dich aber erschießen, weil sie es nicht rafft. Ja. Das stimmt. Dann musst du dir sicherstellen, dass die Polizei auch nur Paintball hat. Und es wird sehr teuer für dich trotzdem. Du kündigst es vorher an. Das ist ja vortäuschen an der Straftat.
Ja, na klar, du kriegst dann schon Ärger, ja. Aber ich glaube, dass da die Medien über deinen Namen berichten werden. Du hast halt, du konntest deinem Unmut freien Lauf machen, aber niemand ist zu Schaden gekommen. Ja, vielleicht nicht wirklich. Ne? Gut, natürlich Trauma. Das zwiebelt natürlich, ja. Trauma hier und da, ja. Ich hab kürzlich auch so ein Doku, müsst ihr euch mal zusammenreißen. So ein Doku aus dem Knast geguckt, wie so ein blonden Typen da, der immer so Sachen tut. Der heißt irgendwie Lunikov, genau. Mhm. Und der war im Knast und dann ging es so, ja, wie verschafft man sich hier Respekt? Mhm. Und da hieß es, ja, das hängt auch davon ab, wie du hier reingekommen bist in den Knast. Mhm. Und wenn du jetzt in den Knast kommst und dich fragen Leute, warum sitzt du? Mhm. Und du sagst, ich bin mit Paintball in die Schule gegangen. Wo bist du denn in der Hierarchie? Ganz oben, würde ich sagen. Ja, das sagen kreativ. Dann geben die dir so ein Stück Seifenhaut und sagt, bitte schmeiß auf den Boden. Mach schon. Nee, also alles scheiße. Weiß man aber denn schon, was das Motiv war? Nee, der ist einfach dumm. Ach so, gut. Ja. Also wie immer. Nicht nur, aber auch, ich glaube, mein Magen hat sich beruhigt. Ich probiere mal so einen Keks. Gönn dir. Sei mir nicht böse, wenn der dann vielleicht neben Robins Toilette landet gleich. Ich bin da nicht böse. Stückchenweise. Aber wir haben nochmal den Brennpunkt. Sukzessive ausverdaut. Wir haben den Brennpunkt, Nekrolog zu öffnen. Und es betrifft einen Menschen, den ich sehr mochte. Aber ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Toll, da hört die Freundschaft auf. Ich kenne halt nur seinen Rollenname. Andrew Braw. Andre Braw. Alle werden jetzt sagen, was? Der ist mit 60 Jahren gestorben. Was? Das ist der Schauspieler von Captain Holt von Brooklyn Nine-Nine. Okay. Der den homosexuellen Captain gespielt hat. Und wir haben ja gerade erst wieder Brooklyn Nine-Nine durchgeschaut und ich bin sehr schockiert und sehr traurig, weil der war echt toll. Mhm. Deswegen Rest in Peace an Rest in Power. Was auch sehr viel Power hat, ist El Nino. Wollen wir nachher drüber reden? Oder? Gib Gas. Egal. Ich glaube, ich habe diesen Screenshot. Ach doch. Habe ich dir das geschickt hier, diesen Climate Analyzer? Ich glaube, die hatte ich das geschickt. Nee, erst bin ich geschickt. Also es hat natürlich, das ist eine Erfolge von El Nino, dass ein Meeresstromphänomen, das irgendwie alle, ich weiß gar nicht, sieben Jahre, glaube ich. Alle 7 Jahre ist, glaube ich, das Meer einmal ein bisschen wärmer. Und wir haben jetzt hier so eine Statistik. Ich fasse es einfach kurz zusammen. Im letzten Jahr ist das Wasser, also das ist auch so bleibend wärmer geworden, so viel, wie es die letzten 10 Jahre davor sich erwärmt hat. Ah ja. Also ganz entspannt. Ganz ehrlich, unsere Reaktion ist halt buchstäblich mit Jaws Mask, oder? Also ja, der Mund kracht halt auf die Erde. Ja, so ein bisschen, ja. Nur ist es so, wir tanzen jetzt nochmal, weil wir wissen, danach ist zu Ende. Ja, Junge, ich darf nicht so reinsteigen. Wenn ich zu sehr drüber nachdenke, fängst du mir wieder an zu kribbeln. Weil das ist echt nicht witzig. Also das ist überhaupt nicht witzig. Ich find's gerade voll spannend. Du hast dich gerade unbewusst sehr jugendlich ausgedrückt. Denn was du jetzt gerade für Vergleich gezogen hast mit Jaws Mask, man hat vor 20 Jahren noch gesagt, wie auf der Titanic die Band, weißt du? Titanic weiterfeiern, Musik machen, wir gehen unter, ist egal. Aber jetzt kommt quasi Zelda ins Spiel, um diesen Vergleich zu ziehen. Ja, nur, dass man bei der Titanic war, das Kind in den Brunnen gefallen. Und wir haben bis heute immer noch einen gewissen Handlungsspielraum, der einfach nicht genutzt wird. So. Mhm. Aber Majora's Mask, kam das nicht auch 97 oder so? 98 hätte ich gesagt. Also das ist ein Jahr nach Titanic gewesen. Ach, also nach dem Film, meinst du? Ja, nach dem Film. Ja. Die Titanic. Übrigens, Fun Fact dazu, den ich gar nicht wusste. Ja. Männer sind Schweine war unter anderem deshalb so beliebt, weil es Celine Dion aus den Charts gekickt hat nach sehr vielen Monaten. Hm. Immerhin. Gut so. Die Sau. Das ist ein toller Song, muss man sagen. Ja, haben wir jetzt erwähnt. Was ich wiederum schlimm finde, wenn ich so durcheinander werfe, hat es, glaube ich, dazu geführt, dass in Deutschland 98 Out of the Dark nie auf 1 war. Ja, immer nur Platz 2, das stimmt. Und das ist ja wohl dann wieder scheiße. Von Falco, ja. Ist wie es ist. Er hat ja genug Nummer 1 Hits gehabt in seinem Leben. Und ja. Ja, aber er kann doch mal einen Nummer 1 Hit haben in seinem Sterben. Das wäre auch das cool. Stimmt, gewesen, das stimmt. Hat er nicht gehabt. Nur Nummer 1 Album, aber keine Single nach seinem Tod. Dann haben wir hier einen tollen Clip zur neuen Twitch-Meta. Ich öffne den einfach mal, weil Twitch hat die Richtlinien geändert. Das ist jetzt ein ganz normaler Twitch-Stream. Wir sehen einen Mann, der komplett nackt vorm PC sitzt. Nur einen schwarzen Balken vorm Gemächt hat und sich einen und sagt, das ist die neue Twitch-Meta. Es gibt jetzt hier nur noch Leute, die sich einen reinwanken. Ist das nachträglich zensiert oder? Nee, das ist schon das darf von jetzt ihm machen, gemacht. Oder? Ja. Ich weiß nicht, ob er wirklich onaniert oder nur so tut. Ich denke, das weiß man natürlich nicht. Ne? Das weiß man, glaube ich, nur so. Naja, du darfst halt jetzt quasi expliziteren Content machen, wenn du es so taggst. So. Mhm. Und schwierig. Also es gibt halt ganz viele Frauen, die jetzt einfach da sitzen und quasi das Bild so
kurz über dem Nippel aufhört. Mhm. Und dann ist das halt so ein Ding. Aber also mir soll es eigentlich egal sein. Aber es ist natürlich, auf der Plattform treiben sich viele Kinder rum. Aber dadurch wird ja das, als würden die sich da dran halten, so, weißt du, als würden die Kinder sagen, okay, oh, das ist ab 18, da gucke ich mal lieber nicht hin. Aber ist mir eigentlich scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Sollen sie machen. Machst du auch den jetzt einen Wank-Stream, mache ich. Cool. Ja. Aber wahrscheinlich ist da der Konzern wieder vor Geld eingeknickt, oder? Wank-Stream hat auch ein neues Bild, ein neues Kunstwerk gemacht. Mhm. Und das war nach einer Stunde weg, nachdem er announced hat, dass sein Kunstwerk ist. Oh. Kennst du den Künstler? Nee. Wank-Stream? Banksy heißt er, glaube ich. Ah, okay. Ja. Ich habe noch einen Nekrolog zu öffnen, ganz kurz. Und zwar kennt ihr diesen Mann hier. Der ist tot, den kenne ich. Ich halte ihm mal ins Mikrofon. Das ist der... Wie du es einfach gemacht hast. Ja, das ist der Tänzer von Little Big, von der Band. Die dieses Skibidi-Wap-Bap-Ba. Mm. Und die sind auch angetreten für den ESC, für Russland. Sieht quasi eher aus wie einer von YMCA, wie der sich da verbiegt. Sieht eher so aus wie einer aus dem Arithmieunterricht. Und heißt Dimitri Krasilov. Und der war halt ein dicker Mann, der halt richtig beweglich war und sich richtig krass bewegen konnte. Und der hat im Musikvideo getanzt zu Taco und zu Uno. Und der ist jetzt gestorben mit 29 Jahren. Irgendwie Herzversagen wahrscheinlich. Also richtig sad. Der Tänzer von Little Big, und ich habe den sehr gemocht. Mhm. Fand den immer sehr knuffig. Okay, krass. Weniger sad, sondern unterhaltsam ist, was ich jetzt mit dem US-Segment hier beginnen möchte: Gay Sex in the Capital. Da ist nämlich. Ja, habe ich gesehen. Ich ein das kleiner das Skandal gesehen, gewesen. Ja. Es gibt ein Sextape aus dem Kapitol. Also stellt es euch vor, im Bundestag wird gepimpert. Nicht der Plenarsaal. Ja, nicht genau das. Das kennen wir nämlich. Und das ist natürlich ein großer Aufschrei und wird jetzt verglichen mit der Insurrection mit dem 6. Januar, was natürlich ein größer Quatsch ist. Das ist das Gleiche. Hier stürmen bewaffnet Leute rein und schießen auf Leute. Ja. Und da haben wir hier Sex. Das ist gleich schlimm. Da sterben genauso viele Menschen. Es ist halt homosexueller Sex. Du denkst einfach nicht an die Kinder. Ja. Ah. Ne? So. Die Kinder wollten auch... Ich habe einen neuen Gag gemacht. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich hätte jetzt richtig... Weißt du, worauf ich jetzt richtig Lust hätte? Mein Gesicht so richtig in so Kinderkant... Ja, irgendwie sowas. Ist noch nicht aus. Das ist ein junger homosexueller Demokrat, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Also, der war relativ jung und hat mal mit einem, das war auch noch sehr brisant, mit einem deutschen Referenten Sex gehabt, auch aus der Politik quasi. Mhm. Und wir haben keinen Humor, wir Deutschen, aber wir haben so geile Arschlöcher. Und einen riesigen Penis tatsächlich. Also es war auch, ich habe auch so einen Artikel gelesen von, glaube ich, Mannschaft. Auf Pornhub hast du den Artikel. Ist über den Weg gelaufen, hat er einer geschickt. Ja. Doch, Mannschaft. Ich habe einen Artikel auf Pornhub gelesen. Es hieß Mannschaft.de oder so. Es war echt so, erst seriös irgendwie und dann irgendwie, aber wer ist der Mann mit dem dicken Schwanz? Das fand ich ganz witzig. Und zwar wohl jemand aus Deutschland, so ein Referent, und die hatten halt, gibt es einen ganz kurzen Clip von 10 Sekunden oder so, wie die halt so Popo-Sex machen. Mhm. Man sieht den amerikanischen Typ auf jeden Fall so von der Seite, wie man manchmal nach hinten guckt, und halt die Untenansicht auf den Penis von dem Deutschen. Und der? Ja. Das ist eine beliebte Perspektive. Und das ist jetzt, was um die Welt geht. Der Deutsche hat ein sehr, sehr mächtiges Glied. Haben ja alle so. Und jetzt, geil, cool. Der hat den internationalen Schnitt jetzt nochmal... Nee, den deutschen Schnitt international. Das ist ja so ein deutsches Klischee, ja, die immer mit ihrem Maßkrug und Federhut und langen Schwanz und Lederhosen. Und ja. Sehr breit auch. Kennt man. Und der amerikanische Politiker wurde auch deswegen jetzt gefeuert, also entlassen. Und danke. Das war eine Denkpause. Aber hat er nicht eher resigned? Ist das nicht so ein politisches Ding? Ich habe das jetzt gerade nicht vorliegen. Er hat wohl noch irgendwas gepostet danach. Irgendwie er musste seinen Job irgendwie kündigen und musste aufhören. Das ist resignen. Ja, also er musste aufhören oder irgendwie sowas. Er musste aufhören, weil man nicht akzeptieren kann, wen er liebt. Wo ich mir auch dachte, das ist nicht der Grund. Also da geht's schon um was anderes, als wen du liebst. Ja. Die Frage war ja, wo du liebst und... Ja, aber also ja. Ich kann mir vorstellen, dass das da gang und gäbe ist, dass da die Leute mit ihren Sekretärinnen und so die ganze Zeit rumbumsen. Das ist natürlich der Plenarsaal, ne? Mhm. Nochmal was anderes, aber trotzdem. Das ist schon, also jetzt wo ich drüber nachdenke, jetzt werde ich ein bisschen privat. Orte, an die man nur schwer kommt und dort Sex haben. Mhm. Ja, ich glaube, das könnte nice sein. Also, zum Beispiel auf einem Kran oben. Kumpel von mir hatte zum Beispiel die Schlüssel für das Haus der Bundespressekonferenz. Mond. Sowas in die Richtung, dass man sich da einfach mal und dann sieht man es irgendwann mal im Fernsehen und dann denkt man sich so, ja doch, kann ich nachvollziehen. Können wir gerne mal eine extra Ausgabe machen, einen Hörerwunsch vielleicht. Mhm. Wo hättet ihr überall gern Sex? Und ja, wie? Bienenmuseum. Oder hattet ihr vielleicht auch schon? Bienenmuseum? Bienenmuseum. Warum?
Das ist mir gerade nur so eingefallen. Weil es ja sehr süß ist. Von Kunden. Weil er viel gestochen wird. Auch mit verschiedenen so. Oder? Was? Nein. Ach ja! Ach ja! Wir zwei hatten ja doch mal Sex. Ja. Stimmt. Um weiterzugehen im US-Segment nur kurz, weil wir haben ja auch gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich will es erwähnen. Trump wurde in Colorado. Ist ja. Nicht Colorado das auch, wo South Park spielt? Ja, ja, das ist nämlich Colorado. Gutes Land. Es ist ziemlich quadratisch, also fast quadratisch. Ja. Quadratisch, praktisch und jetzt auch gut, denn sie haben Trump von der Ballot genommen. Du kannst ja, erklär nicht mir, mehr was wählen. Das bedeuten in hat. In der Vorwahl, also das ist alles rechtlich abgesichert, aber wird wahrscheinlich bis zum obersten Gericht wandern. Mhm. Und ein Republikaner hat das tatsächlich vorgeschlagen, weil es heißt jetzt, ja, die Demokraten, die sind so undemokratisch, die hauen den hier raus. Aber es steht halt in der Verfassung drin, wenn Leute einen Aufruhr in der Vergangenheit gemacht haben, dann dürfen die nicht mehr gewählt werden. Aber es geht auch nur um die Vorwahl, nicht um die Präsidentschaftswahl. Was das für Implikationen hat, wird sich zeigen, ob da jetzt mehrere nachziehen, wenn halt der Supreme Court dann eine Entscheidung trifft. Mhm. Also wenn der Supreme Court die richtige Entscheidung trifft nach dem Gesetz, müsste er das gestatten, weil es gibt ja dieses jeder Staat macht sein eigenes Ding Gesetz, also eigentlich dürfen die das gar nicht verbieten, aber das Supreme Court hat halt die größte Macht und es kann schon sein, weil der halt 6-3 republikanisch ist, dass die sagen, das geht nicht, du könntest nicht hier unseren Trump rausnehmen. Aber ich dachte gelesen zu haben, dass diese Entscheidung auch Republikaner gefällt haben, also die Trump selbst ernannt hat, also vielleicht viele gesagt haben, ja, also es wurde von... Aber es waren trotzdem eigene Leute quasi. Es wurde angetrieben von Republikanern, aber die Wahl war auch relativ knapp in Colorado. Ach so. Es war, glaube ich, auch 5-4 oder so. Mhm. Ja. Ja, und das ist eine Sache. Mal gucken, ob da jetzt Dinge draus sind. Aber bringt ja auch nicht viel, nur die Vorwahl, ne? Weil es ist ja dann irgendwie... Naja, wenn der da halt nicht zur Wahl steht, ist das schon... Und wenn das halt, wie gesagt, jetzt Präzedenzfall wird, der abgesegnet ist vom obersten Gericht. Ach und dann so, machen das so, viele... Ja. Dann kommt er gar nicht in die tatsächliche National-Wahl, wie die nächstes Jahr ist ja wieder mal. Aber wenn ich mich recht entsinne, nochmal, da hast du mir das vor ein paar Monaten erklärt, was wir ja eigentlich brauchen, ist ein Trump als Gegenkandidat zu Biden, weil alle anderen würden Biden zum Frühstück essen. Ja. Weiß man nicht alle. Aber selbst Trump frühstückt den halt gerade so ein bisschen von den Umfragen und das ist halt, das ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her, diese Aussage. Und seitdem hat er 94 Lawsuits gegen sich und die Zahlen gehen nicht zurück. Das ist einfach so krass. Yo. Ja. Aber dass der Biden nochmal antritt, ist das schon gesichert? Das ist gesichert. Oh Gott. Weil Trump antritt, sonst wird das wahrscheinlich nicht mal. Mhm. Also wenn Trump jetzt stirbt, vielleicht zieht sich Biden schnell noch zurück. Ja. Oder Biden stirbt. Ja. Oder Biden sterben. Oder Biden, Biden sterben. Biden sammelt auf jeden Fall Pluspunkte, aber das interessiert natürlich seine Feinde nicht. Der lässt jetzt alle Leute, wie sagt man, begnadigen in Deutsch, die Marihuana-Vorfälle hatten in der Vergangenheit, die auch im Knast sitzen. Die lässt er jetzt alle begnadigen. Das ist doch ein Move. Sympathisch. Das wollte ich noch erwähnen. Da werden die Kiffer ihn auf jeden Fall wählen. Und ich glaube, dann war es das auch mit Amerika. Aber das... Dieses Amerika-Ding hat, wenn ich mich nicht verzähle, zwei direkte Einflüsse auf uns als Europäer, oder? Also klar, Klima, die werden da wahrscheinlich wieder Paris aufkündigen. Die werden Paris einfach kaputt machen. Und invaden. Ja, Paris kaputt machen, neu bauen. Ja. Und dann war es das wahrscheinlich auch mit Ukraine, oder? Ja. Also da redet ja jetzt schon kein Schwein mehr drüber. Das stimmt leider, ja. Und... Da wurde es dann weniger eskaliert. Ja. Israel ist ja auch großer Verbündeter von den, na gut, Ukraine eigentlich auch, aber nicht so krass wie Israel. Weil Israel ist ja die einzige demokratische Struktur im Mittleren Osten. Und da ist natürlich strategisch wertvoll, wenn du die anderen rundherum wegbomben willst für Öl. Ja, ja, logisch, ne? Die Game Awards waren übrigens noch. Und die Ukraine ist ja noch zum Thema Game Awards. Ja. Die ist auch noch da. Eigentlich nur ganz, ganz, ganz handy, weil die Russen halt klein halten, aus amerikanischer Sicht. Aber ob das rechtfertigt, da so viele Milliarden reinzupumpen, aus amerikanischer Sicht, ist halt die Frage, ne? Ja, lieber. Und für uns als Europäer geht es halt schon um einen Ticken mehr, ne? Das stimmt. Vielleicht geht es ja bald um Polen. Und dann um Deutschland. Ich glaube, wenn die in Polen sind, passieren ja NATO-Bündnisgeschichten. Dann wird es eh uncool. Das stimmt. Ich glaube nicht, dass die Russen in Deutschland reinkommen. Also wie Zelda bei den Game Awards behandelt wurde, das ist auch ein NATO-Fall. Quotiert mich in einem halben Jahr, wenn hier zwei Russen im Brennpunkt sitzen. Noch lachen wir. Ja.
Juggernaut und Putin. Der Brennpunkt der Zukunft. Brennpunkt Putin. Ja, also hier. Ja, die Game Awards sind nicht ernst zu nehmen. Brennpunkt Intranet. Doch, doch, finde ich schon. Nee. Also, nein, also die Show war auf jeden Fall so ein Ding. The Last of Us hat übrigens gewonnen als Best Adaptation. Also schön, dass ich dich jahrelang belatschert habe und mir jetzt offiziell recht gegeben wurde. Ich finde es gerade gar nicht. Wo ist denn Zelda Tears of the Wears? Hier. Das hat nämlich nur gewonnen Best Action Adventure. Sonst ist es leer ausgegangen. Aber also, es spiegelt nicht die Realität wieder. Also ich muss sagen, ich habe nochmal verstärkt Lust, jetzt endlich mal Baldur's Gate irgendwann zu spielen. Denn das hat 6 Awards bekommen. Game of the Year, Best Performance, Best Multiplayer Game, Best Community Support, Best Roleplaying Game und Player's Choice Award. Gibt's da auch nur Videospiele oder kann auch sowas wie Schach gewinnen? Schach, das Videospiel. Da ist ja zwei Filme dabei oder sowas. Sind ja auch Schach Spiele. Hätte wahrscheinlich besser gepasst für das Spiel, was Cyberpunk hat hier gewonnen. Und zwar das beste fortgeführte Spiel oder irgendwie sowas hat das gewonnen. Stimmt, wann kommt eigentlich Schach 2 raus endlich? Ja, Best Ongoing Game hätte halt Schach werden können. Ja, siehst du? Und Cyberpunk hat halt irgendwie ein paar Patches rausgebracht. Oder Lebenswerk oder so. Wer verklagt denn eigentlich, wenn man die Markenrechte von Schach missbraucht. Wenn es überhaupt noch gibt. Vielleicht ist es ja schon so alt. Man kann ja alles Schach nennen. Ja. Man kann ja quasi auch Schach nennen, wenn man sich ein Groupie zu sich einlädt. Ja, hat nur Schach gespielt. Ja, ja. Die denken wohl, die geht ja nur zum Schachspielen hin. Ach, die hat Schach gegen sich selbst gespielt. Alan Wake 2 hat auch noch 3 Awards bekommen, finde ich sehr gut. Und Benjamin Blümchen auch. Das ist Mario Wonder. Hat 1 bekommen, weil Nintendo halt einfach Dreck ist. Ist das ein Crossover mit Benjamin Blümchen und Mario? Das ist Mario Wonder. Da ist jetzt in jedem Level ist ein Wonder-Button und dann ist es ganz kreativ. Wir haben uns über dieses Game unterhalten, als Robin im Urlaub war. Ach, stimmt. Stimmt. Ich da rein, da raus, weißt du? Also es war für mich so eine besondere Zeit mit dir und du weißt einfach nichts mehr. Für mich ist jeder Podcast nur ganz kurz, also hier, wie heißt das, vorübergehender Speicher in meinem Kopf, wie wäre es das? Ja. Kurzzeitgedächtnis? Genau. Schweres Wort. Übergehender Speicher. Nee, gibt doch auf dem PC auch so ein Speicherblatt irgendwie. Gecached? Nee. Temporary oder sowas. Yeah. Genau. Nee, Cache ist so ziemlich das Gegenteil, glaube ich. Ah, weiß ich nicht. Irgendwie auch sowas. Egal. Ich kenne mich nicht aus mit PCs und ach so, eins habe ich noch vergessen. In Amerika ist so eine Hütte von einem Tornado erwischt worden und der obere Bereich, der Dachstuhl quasi, der ist weggeweht worden und über einen Fußgängerweg drüber geweht. Das war ein vorübergehender Speicher. Wenn ich auf ein Haus drauf kacke, ist es dann auch ein Dachstuhl? Ja. Cool. Das war diese Reihe, wo du so verschiedene Stuhlwitze gemacht hast. Schaukelstuhl. Ja, das war sehr gut. Wir sind auch schon durch, zeitlich. Wir sind durch, ja. Ich muss aber zum Bus. Was? Oma Inge ist da. Und Bruder ist dann auch, also der ist zu Heiligabend nicht da, der ist nur heute da. Ah, okay. Assi. Ich wollte nur sagen, also mit Tears of the Kingdom, wenn man sich das so vorstellt, dass man gerade aus einem richtig ätzenden Studium raus ist und gerade abgegeben hat und dann Tears of the Kingdom 3 Wochen nichts anderes macht und in dieser Welt lebt, hat man natürlich zu dem Game eine ganz andere Bindung. Und vor allem, und ich glaube, jetzt darf ich es ja sagen, Zellert ist ja so eins, ja, mach mal jetzt die 4 Dungeons und dann gehst du mal zum Endgegner. Und dann hat man die 4 Dungeons gemacht nach irgendwie 70 Stunden und dann... Ja, jetzt gehen wir zum Endgegner und dann war der da gar nicht. Und dann, musst du noch mehr machen. Und das ist richtig nice. Also eine der richtig nicen Sachen aus diesem Game. Das ist ja fast wie The Last of Us 2. Für mich war. Vielen Leuten hat das nicht gefallen. Ich dachte, Alter, geil, nochmal so lang? Banger. Na, das Ding ist, ich habe das ja bei dir hier gespielt und da war ich ja so mäßig, wir müssen auch immer wieder heim, ne? Da wollte ich es dann halt durchkriegen, aber es war auch ein gutes Erlebnis. Habt ihr Songs für die Playlist, wenn Robin zum Bus muss? Von Freiwild. Ich mach diesen Freiwild-Song rein. Echt? Okay. Diesen Judenlied. Das ist wie heißt das? Judenlied von Freiwild. Nie wieder. Hat aber ganz wenig gehört bei Spotify. Nie wieder ist jetzt, stand auch an der Frauenkirche in Dresden. Das ist doch schön. Irgendwie das ist doch schön, ist jetzt hier diese Juden wieder. Das ist doch schön, ist einfach. Ja, leider macht mein kleiner Brudi gerade keine neuen Songs. Sonst hätte ich da mal was reingejoinkt. Reingehaselt. Was ist denn hier? Brennholz, hier. Ja, du kannst ja von Apo Red einen geilen Song rein. Hör auf. Bababang. Moment, haben wir schon, ist es okay, wenn du Angst hast drin? Weiß ich gar nicht. Nee. Ja, haben wir darüber überhaupt gesprochen? Ich glaube, nein, Alter. Oh. Nee. Herr Trashpack,
Der hat ja hier. Wie man ihn in Deutschland nennt. Wochenlang. Wochenlang hat er hier. Es gibt Promo gemacht. Zwei Versionen davon: einmal explizit und einmal unexplizit. Ja, natürlich explizit. Okay. Mhm. Da sagt er bestimmt mal, oder? Scheiße. Ach nee, das ist nur scheiße strukturiert. Hier ist die Single quasi und hier ist der Song. Mhm. Okay, ist auch nur eine Version. Geil. Kommt rein. Ja, der hat wochenlang Promo dafür gemacht und jetzt hat er seinen. Ist schon drin. Ach, scheiße. Okay, ich sag lieber gar nichts mehr. Hört den Song. Gib dem alle Klicks der Welt. Der Trashy, der muss mal wieder an die Oberfläche von YouTube kommen. Mhm. Also ich packe rein von AKP und Hazel, Neue Ära. Das sind zwei eher unbekannte Künstlerinnen und Künstler. Das hast du aber schon mal reingepackt, als ich auf dem CSD war. Also Hazel, ja. Mit ihrem scheiß Poetry Slam Gelumpe da, ey. Das ist ein cooler Song. Kotze, ey. Das ist ein cooler Song. Mussten ja nicht hören. Gibt's eigentlich Menschen, die diese Playlist hören? Ja. Ja, gibt's. Habecks Ehefrau. Schrieb klimaapokalyptisches Kinderbuch. Ach so, ich dachte, Habecks Ehefrau hat die Playlist gehört. Ja, das habe ich ja mit Absicht so geschrieben. So. Wie Adolf Hitler ist der Name, dessen Platz hier benannt. Das ist ja ein Gag dann quasi. Wir haben 35 Likes auf die Playlist. Geil. Und sie geht fast 9 Stunden. Hast du jetzt noch einen Song, Rodis? Die können wir Silvester laufen lassen, Alter. Silvester hoch und runter. Fällt doch immer nichts ein. Durchgepeitscht. Gestern gab es auch Karaoke und immer wenn ich denke mir, wenn ich so im Alltag bin, boah, das könnte man singen, das könnte man singen. Aber wenn ich vor diesem fucking Ding stehe, fällt mir immer kein Song ein, den man mal singen könnte. Also ich singe immer, ich finde Scheiße von Tic Tac Toe. Das ist mein Karaoke Song. Es wurde dann später, das könnte dich freuen, Rock Me Amadeus. Das ist ja auch cool, ja. Und ich weiß nicht, ob ich das dem im Pegel falsch wahrgenommen habe, aber ich glaube, ich habe die High Notes gehittet. Oh. Vielleicht. Ich hoffe, es hat keiner gefilmt. Ich bleibe einfach in diesem Glauben. Kannst du gerne einen nachreichen. Da können sich die Leute überraschen lassen, wenn sie auf die Playlist. Ich habe so schon einige gut inzwischen. Ich muss mir das mal einfach notieren von nächsten Alright. Punkt. Ich muss mich überhaupt mal vorbereiten. Hier ist ein Video von deinem GF. Guck mal gleich mal rein. Will ich sehen. Tschüss, Leute. Wascht euch jetzt. Ich muss los. Ja, schöne Weihnachten und so, ne? Und gutes neues Jahr. Ach so, ja, das ist ja auch noch. Ne? Schön. Der ist ja noch einmal dieses Jahr. Dicken noch Sack und bla. Das kennt er. Machen wir eigentlich Jahresrückblick oder sowas? Müssen wir. Wieder mit den Google-Trends. Geil. Tschüss.